Willkommen zurück zu Let's Play Doom. Willkommen zurück zu Let's Play Doom. Wir sind in der Verdammnis. Auf jeden Fall sind wir hier ziemlich vielen Dämonen begegnet bis jetzt. Und du kannst direkt mal ins Gras beißen, mein Freund. Und ja, nach dem Debakel vom letzten Part. Nach dem Debakel vom letzten Part haben wir ja festgestellt, dass es zig Dämonen und zig Schüsse gibt. Es hier nie so ist, wie es scheint, hinter mir. Das ist richtig mies. So, 48% Gesundheit und wir haben uns noch trotzdem wieder rausgekämpft. Wollte ich denn dumm? Mit mir spielt man nicht. Verdammten Dämonenratten. Das macht die Tür also permanent auf. Das war schon mal eine Falle. Und raus. Haben wir noch die Tür, den Durchgang. Gehen wir erstmal den Durchgang. Doch, auch eine türkische. Wollt ihr mich verarschen? Zwei Ausgänge. Scheinbar scheint das nicht der Schädel zu sein. Doch, doch. Wenn doch, habe ich keine Ahnung, wie man ihn aufhört. Und das ist auch schlecht. Aber gut, es gab ja immer noch Tür Nummer 3. For most fucked up thing in this game goes to das. Oh, da ist ja der Schädel. Ach, man braucht für jedes Jahr mehr als andere. Okay. Okay, diese fliegenden Schädel sind offensichtlich nicht so ganz mit Intelligenz gesegnet. Durch das Kreuzfeuer, dem sie sich aussetzen, macht es sehr leicht, sie bis zu besiegen. Wir gehen aber zurück, weil ich will mal wissen, was dann in der anderen Tür ist. Wenn das ja technisch gesehen jetzt Ausgang Nummer 1 ist, dann ist es der leichte Ausgang und ich nehme jetzt den komplexen Ausgang. Wir dürfen ja schon etabliert haben, dass Doom ein fallenreiches Spiel ist. Hall of the Damned finished. Wir haben 91% der Gegner besiegt, 66% der Secrets und 67% der Items. Entering Spawning Vats.
Ja, gut. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich hier nicht wirklich sein möchte. Ja. Das bestätigt mich natürlich schon mal instant in dem, was ich gerade gesagt habe. Perfekt. Gut, hat funktioniert. Oh, was haben wir denn da? In Wurmwurmwurm, na hallo, bitte, hier bitte. Oder auf gut Deutsch, ich bin ein Musiker. Das ist für einen Blick auf kein Auge. So, Nummer 2 am Auto. Woran hängen die denn da oben bitte? Okay. Ach schade, es lässt schon nach. Hat gerade angefangen Spaß zu machen. Woran hängen die? Diese Shotgun in diesem Spiel ist einfach nur so ein perfect Allrounder. Also manchmal finde ich es echt genial, ein Marine zu sein. Shooten shit und davon noch bezahlt werden, yeah. Okay, die da oben sind alle tot. Hier hängt eine Luft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist zwar ein bisschen schwarz-humoristisch, aber ich denke mal, so sieht man das gerade, wenn man im Boom lebt. So. Ich würde sagen, hier ist so gespannt. Partial Invisibility und eine Computer Area Map. Oh, wir haben jetzt alles an die Map freigeschaltet. Yeah. Okay. Also man merkt, dass die Maps sehr groß sind. Hier gibt es soweit nichts mehr. Also gehen wir mal wieder hier hoch. Also ich kann anscheinend komplett aus dieser Area raus. Abgesehen davon, dass ich den Typen seine Rübe gerade wie Tomatensaft verteilt habe. Hier sollte man vielleicht nochmal einen Blick reinwerfen. Ach komm, ihr arbeitet doch selber mit Partial Invisibility, also mecker da nicht rum. Das ist ein Raum mehr für Ressourcen. Weiß ich wenigstens schon mal, wo ich hin muss, wenn ich noch ein paar Medipacks brauche. Die Map ist mein Freund. Gut, jetzt geht's in den dunklen Teil rein. Ich meine, wir haben aber ich weiß nicht, ob das so viel nutzt. Außer, man hat natürlich so hier. Das ist der Keycard. Für dich gibt es natürlich auch noch zum Naschen. Chain Gun. Wieso haben wir uns das mal tatsächlich geschafft zu erleben? Okay, das ist nicht so. Oh. Ja, was
meine Freunde. Nö. Nein, böse Ems. Psch, psch. Seid immer brave, hässliche Mistviecher. Okay, Moment, hier lang, hier lang. Ach, hier geht's auch noch. Aber ich verbrenne mich. Da! Ich muss dann teilweise, wenn man davon absieht, dass sie ja in Doom 3. Ich bringe mal wieder das Thema Doom 3 in Doom 1 auf. Das ist irgendwie ketzerisch. Es ist ja mehr eigentlich so, dass ja in Doom 3 die Gegner mehr so haben aussehen lassen wie Experimente. Also so zum Beispiel der Pinky-Dämon hat ja da dieses Cyborg-Bein und so ein Kram. Und hier ist es ja mehr, dass der Pinky-Dämon beispielsweise ja, so ein natürlicher Teufel so ist. Also so ein aussieht wie halt ein normaler Teufel aussehen, so mit Hörnern Stuff und so. Das ist auch mehr ein momentan noch normaler Dämon. So. Holy shit. Leider ist meine Mega-Power jetzt schon wieder vorbei. Das war also nicht ganz so cool, wie ich es erwartet hätte. Schade eigentlich. Shotgun. Inverted Cross. Das wäre auch lustig gewesen, wenn der letzte Fight praktisch einfach nur das ist, dass man Satan einfach mal in die Boards kickt. So. Ist das nur. Oh, was ist das? Ich dachte, das ist mir vielleicht ein Gegner. Da haben wir schon mal einen Exit. Need a red key to open. Wo ich so ein bisschen aufgeräumt habe schon. Ja, yeah, das macht Sinn. Du magst so unsichtbar sein, aber du bist trotzdem. Okay. Hallo? Ich hätte mir vorhin schon von der Tür Nummer 1 vorgestellt. Finde ich jetzt nicht nice. Nein, 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 nein. Nein. Böse. Ja, schäm dich. Aufpack. Das ist wunderbar. Ach, tschüss, hallo. Da sitzt auch. Da seid ihr nicht noch überall. Komm, welche Wand geht hier gleich hoch? Keine, wie ich sehe.
Ich habe zwar viel Health, aber wenig. Wir haben viel Armor, aber weniger Health gehabt. Achso, ja, man darf ja anscheinend nicht so oft das Messer zu spielen. Hallo? Du schon wieder. Imps haben sich hier wirklich zu den Standardgegnern gemausert. Gratulation zur Beförderung, Bob. Hm? Weiß ja nicht, was. Gehen wir noch bis zur roten Tür und dann werde ich den Part an der Stelle auch erstmal beenden. Bop, 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 bop. Hallöchen. So. Hier lang war das. Ja, genau. Okay, Leute, an der Stelle werde ich diesen Part beenden. Das ist natürlich eine verdammte Falle. Oder hätte ich auch noch sein. Beenden wir einfach das Level noch. Aha. Okay Leute, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Mal.